Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in eurem Unify-Controller in der neuen Oberfläche, also in der neuen GUI, die automatischen Backups konfigurieren könnt für den Unify-Controller. Wir gehen zunächst auf das Zahnrad und gehen unten auf System. Hier habt ihr auch die Sprache und vieles andere. Und wir würden in dem Fall jetzt einmal auf Wir gehen einmal auf Backups. Und hier sehen wir schon den Auto-Backup-Haken, der ist schon aktiviert. In dem Fall steht er auf Daily. Und hier könnt ihr einmal die Zeit angeben, wann er Backups machen soll. In dem Fall habe ich die Ansicht in Englisch, ihr könnt die Ansicht aber auch ändern in eine andere Sprache. Wir gehen einmal drauf. Und hier könnt ihr setzen, ob er nur einmal im Monat ein Backup machen soll, wöchentlich oder daily. In meinem Fall habe ich eingestellt jeden Tag und nach 7 Tagen werden die Dateien ersetzt gegen die nächsten und er macht das immer um 12 Uhr. Da könnt ihr auch unterschiedliche Zeiten einstellen. Und wenn er das dann abspeichert, dann könnt ihr nämlich später, dann wenn ihr zum Beispiel auf Download geht, könnt ihr nämlich dann die erstellten Backups einfach wiederherstellen. Hier seht ihr einmal die Uhrzeit. Und das Datum, die Version, wenn ihr zum Beispiel unterschiedliche Versionen hättet, zum Beispiel jetzt letztens ein Update gemacht, steht dann natürlich die neue Version und die Größe. Wichtig ist, das Backup gilt für alle Sites. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel 6 oder 7 habt, dann ist sie natürlich größer. Und wir haben zum Beispiel auch einen Controller, da sind 40 Sites und da sind das schon mal so 600 bis 800 Megabyte. Und dann ist das schon eine große Menge, wenn man das Backup erstellt. Das war schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön.